Willkommen zurück zum Arma 2 Operation Arrowhead Let's Play. So, wir haben jetzt hier das Flugfeld eingenommen. Und wir müssen jetzt unserem Trupp folgen hier. Das müsste der Haufen hier sein. Und dann sollen wir hier Loi Manara sichern. Okay. Alles klar. Ja, waffenmäßig wollte ich noch was erzählen. Also ich habe hier die MK16. Das ist die leichte Version der SCAR. Es gibt nämlich auch die MK17 noch. Und IGLM, das ist der Granatwerfer. Der wurde nämlich ein neuer entwickelt, nicht mehr der M203, der standardmäßig unter der M16 oder M4 ist, sondern hier haben wir den MK13, heißt der. Ja, die MK16 verschießt, wie es ja auch steht, 5,56 mm Munition und hat ein Rundmagazin, so wie bei der M16. Das heißt, man kann hier auch, ist extra so gebaut, man kann hier auch M16 Magazine reinstecken. Und die Magazine haben dann 30 Schuss. Denn die MK17 ist ein bisschen anders. Da kann ich dann aber, ja, kann ich auch erzählen jetzt. Die MK17 hat sogenannte, so gerade Magazine quasi. Und ja, daran kann man sie eigentlich erkennen. Die MK16 hat so runde, wie hier abgebildet, und die MK17 gerade Magazine, die auch bei der FN Fahl eingesetzt werden. Die kann man nämlich auch da reinstecken. Ja, die MK17 ist dann quasi die schwerere Version von der SCAR. Okay. Ich glaube, jetzt sollte ich mal hier weiterlaufen. Sind die eigentlich jetzt? Report position. Cover me. I'm in grid 08023. 83, da oben. Nochmal mal speichern. Jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht hier. Muss ich da mal eben hinterherlaufen? 0950, Chopper. I've got it. Wir sollen hier nämlich das Dorf sichern jetzt. Okay. Okay, hier haben wir ein paar, haben wir gerade einen Zivilisten getroffen. Good luck to you too. Der uns ein bisschen Glück gewünscht hat. Hier haben wir so coole Radiomusik im Hintergrund. Report position. 84, 23, hier unten. Okay. So. Oh, die Musik nervt ja. Oh! Ups! So. Ach, verdammt, das lade ich mal eben.
Good luck to you too. So, müssen wir mal eben hier hinterherkommen. Da hocken sie, meine Leute. Einmal automatisch speichern. Citizen, this is Hitman 1. The first village is ours. Over. Contact. Hitman 1-2-7. Good copy. Well done. Proceed to Jocelyn. How about the civvies? Over. Citizen, they just hold back and don't do shit. Probably waiting what's gonna come out of this. Over. Good. Stick to the rules of engagement. No dead civilians if possible. All on me. Moving out. Remember ROE. No more dead civvies. Fire at armed guys only. Let's move. Okay, wir sollen jetzt das nächste Dorf, Jaza, einnehmen. Okay. Das ist da drüben. Da müssen wir jetzt hin. Bleiben wir jetzt hier ein bisschen Information. Da hinten sind da Leute. Ne, keine Gegner. Irgendwie wird hier auch ein bisschen das Flugfeld angegriffen. So scheint das jedenfalls. Aber wir rücken fröhlich mal vor. Und hier sieht man jetzt auch die Wüstenuniform, die jetzt durch Arrowhead eingefügt wurden. Ich speichere nochmal einmal, bevor wir gleich abgeknallt werden. Ach, schöner Fußmarsch hier. Ja, Pakistan ist ja auch nicht so bewaldet, sag ich mal, wie Tschernobyls Land. Das wirkt sich auch ganz gut auf die Frames aus, gerade bei leistungsschwächeren Rechnern. Also hier gibt's einen guten Leistungsschub. Hier hat man nur vereinzelt ein paar Büsche, Gräser und sowas, aber keine richtig dicken Wälder. Ein paar kleinere Wälder, ja, gibt es auch, aber nicht so wie bei Armored Assault 2, also Tscherner Russland. So, hier spreche ich nochmal. Okay, dann wir nähern uns hier jetzt dem feindlichen Dorf. Da ist einer. 2-7. Engage that missile soldier. Enemy missile soldier. 2 o'clock. 50 meters. 3. Engage that man. Enemy man. 8 o'clock. 50 meters. Einmal speichern. Okay, da drüben rechts hinter der Mauer scheint auch noch einer zu sein. Da sehe ich jedenfalls Mündungsfeuer. Laufen wir mal ein Stück vor. Da ist da was? Da! Ey!
müsste schon eigentlich schon tot umfallen. Los, fall schon tot um. Okay. Ah, da hat's wieder einen erwischt von uns. Wow. Nochmal speichern. Da steht ein kaputter Bradley von uns. Komm her. In den Rücken geschossen. Da liegt einer, oder? Jo. Der ist tot. Läuft da hinten noch irgendwas? Da. Da läuft einer von uns. Speichern wir das nochmal. Zack, zack, zack. Okay. Irgendwo ist hier auf jeden Fall noch was. Da ist einer von uns wieder. Wow. Oh. Okay. Der Typ war jetzt tot, oder? Ja, hat der andere abgeknallt vor mich. Quasi das Leben gerettet. Da hinten scheint auch nichts mehr rumzuschleichen. Da drüben auch nichts rum. Gehen wir mal hier weg. Okay, da war was. Vielleicht kommt er gleich wieder um die Ecke. Da liegt doch einer. Einer? Da liegt ein ganzer Haufen, liegt da. Ein ganzes Nest. Ah. Und da ist noch einer. In den Rücken geschossen. Ich glaube, die Fungen da eben, die ich da vor denen ich aufgeschossen habe, ich glaube, die haben mich eben auch aufgeschossen. Er benutzt erstmal seinen Granatwerfer. Citizen to all units, we've achieved the mission objectives in time. Everyone regroup at the airport, we move forward at 1000 Zulu. You may be proud so far, but there's still work to do. Ah, super. Wir haben das Dorf gesichert. Und wir sollen uns Flughafen sammeln. Was wir aber nicht selber mehr spielen müssen. Sagenhaft. Also, der TF Knight, Task Force Knight, ist es gelungen, den Flughafen und seine Verteidigungszone unter Kontrolle zu bringen. Herkules-Flugzeuge sind bereits dabei, Ausrüstung und Verstärkung herzutransportieren. Geil. So, alles geschafft. Statistiken, Offizier, da, ein paar Soldaten, noch ein paar Soldaten. Verluste, 1, 2, 3, 4 Leute haben wir verloren aus unserem Team. Ja, und das hier, Abschüsse, habe ich alles abgeballert. Ist gar nicht so schlecht eigentlich. Na gut, sind auch mal wieder 15 Minuten rum. Und dann sehen wir uns gleich in Mission 3. Bis dann.